Kann ich irgendwie rückwärts springen? Ich darf nur ganz wenig springen. 9. Komm ich da nicht mehr rauf oder wie? Ich hab die Idee, ich spring erstmal wieder runter. Dann kann ich nochmal auflaufen. Das wird niemals langweilig. Doch, das wurde schon bevor ich damit angefangen habe. Das ist fast so spannend wie Speine, ja. Wie Steine auseinanderziehen. Nur halb so lustig. Okay. Springe hoch. Dann springen wir wieder runter. Ey. Ich könnte auch oben speichern, ne? Aber dann müsste das Spiel wieder unterbrechen. Dann habe ich wieder so 2 Milliarden Dateien. Nö, da mache ich lieber mal das. Kennt ihr schon Gang, die gefährliche Virenerkrankung? Das pure Anschauen von jemandem gained. Kann bereits zur Ansteckung für leck mich, es funktioniert nicht. Es muss funktionieren. Wieso hältst du dich denn da nicht fest? Sonst hältst du doch auch immer an jedem Fleckchen fest. Moment, vielleicht. Nein, ich federe hier nicht zurück. Warum federe ich hier nicht zurück? Warum falle ich schon wieder runter? Das mache ich gern, da runter springen. Ist voll lustig, vor allem, weil ich keine Energie verliere. Voll cool. Sollten alle Lusten so. Wollte ich nochmal gesagt haben, so nebenbei. Ja. Kaum starte ich Let's Plays, sinkt das Niveau bei mir automatisch nach unten. Kann aber auch im Sprung seinen Sprung nicht, Richtung nicht mehr ändern. Springe ich wieder drüber. Nein! Okay, hilft alles nichts. Schön, wie er einfach an der Wand hängen bleibt und abploppt. So, also nach unten, nach unten, nach unten. Darf ich jetzt mal nach unten? Ich will unten sein! Nein, ich bin unten, verpiss dich! Ja. Die Selbstgespräche bei Ihnen nehmen langsam kritische Form an. Sie sollten einen richtigen Arzt aussuchen, statt nur Selbstgespräche mit Ihnen zu führen. Ach, Blödsinn. Kein ganz darf mich mit mir selbst unterhalten. Ja, das war Absicht, weil ich springe so gerne da runter. Und da springe ich auch sehr gerne runter. Ach, komm schon. Es ist so schwer, so etwas zu kommentieren, wenn man nicht weiterkommt. Ich könnte hier mal vom Thema abkommen. Thema abkommen. Ich habe vorhin Zurück in die Zukunft 1 geguckt. Hey. Toller Film, wie ich finde. Wobei ich den zweiten fast noch besser finde. Den dritten ist, finde ich, nicht ganz so gut, aber immer noch gut. Wollte ich mal so nebenbei erwähnt haben. Ist noch Lehm. Lehm! Schon. Grab. 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 Wie du noch nie zuvor gegraben hast. Wie funktioniert das so? Und
wäre auch mal eine lustige Idee. Strategiespiele, die man sinnlose Sachen aus Filmen bauen kann. Ich kann Arnold Schwarzenegger bauen. Als der Terminator. Okay, der hält nicht viel aus, aber ey. Ich werde einen Mammutpanzer drüber, ist er platt. Ach, Springer, dein Nass. Ich glaube, ich muss mir jetzt mein Zweiergolf auch mal einen Fluxkompensator einbauen. Und zurückreisen zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich Let's Play dieses Spiel. Dann sage ich, werde es nicht Let's Play. Ja, 140 km/h schafft er gerade noch so mal Autochen. Offiziell ja nur 180, aber 190 ist auch noch drin. Auch wenn der Motor dann rührt. Wenn der Gleiter dann erfällt. Gut, das macht er auch so gern mal, aber hey. Das muss es sein beim 1.8er. Steck links. Ich hätte da, glaube ich, gar keine Schrecklinkser gebraucht. Ah, scheiß drauf. So. Alter! Seid ihr total bescheuert? Ja. Wie zur Hölle sollt ihr da raufkommen? Vor allem, wie lange soll das dauern? Gut. Der würde jetzt auch nicht helfen. Könnte. Statue und Körper hängt fest. Nein, nicht noch. Scheiße. So will ich tun. Scheiße. So vielleicht. Ja! Vielleicht. Schauen wir erstmal. Was soll denn das jetzt? Warum steckt denn der da? Nein! Jetzt sticht er durch! Ja, das geht schon. Ja, nee. Nee. Nee, na. Ah! Genau so! Das habe ich geplant. Genau so wollte ich das haben. Um euch zu verwirren. Bei mir klappt das wunderbar, wie man sieht. Wenn man da keine Energie verliert, könnte ich nachher mal von ganz oben nach ganz unten springen. Was nicht funktionieren wird, weil da viel zu viel Zeug dazwischen liegt. Sag mir bitte, du kannst dir noch mal irgendwie. Scheiße, Moment, wenn ich da jetzt springe, wie weit springe ich da? Das heißt, ich kann die gerade Fläche weg. Dass mir nichts bringt. Verdammt. Nimm dieses Scheißding. Nimm es in den Mund. Ich meine in die Hand. Neuer Plan. Ja, viel brillanter ist als der alte, dass es toll funktioniert hat. Hey! Oh, let's go! Ich kann ja auch von hier weiter unten springen und dann. Hurray! Ich hab's geschafft! Glaube ich. Vielleicht soll ich da mal lieber zumachen. Könnte nicht verkehrt sein. Jetzt weiß ich, warum ich so viel Dingsbums kaufen kann. Lehmklub. Wenn ich sie brauchen wäre.
Sein Teil ist Geist gefunden. Nun steht neue Kaufwahl Glocks zur Verfügung. Sie können dir helfen, weil sein Glock verloren ist. Du. Teil des Körpers. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Was soll ich denn damit anfangen? Ich könnte so einen Klon kaufen, aber ich kann eh nur einen steuern. Und nein, der andere kann auch nicht irgendwie hier was machen, weil... Ich habe keinen Schwefel. Was ich gerade nenne, ist ganz oben der Schwefel. Jupp. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber... Ah, es geht auch noch so dann auch. Also, da brauche ich... Wenn ich da einen Feuerstein hinwerfe, könnte ich von da aus dann aufbauen. Und da kann ich dann darüber springen. Ich habe Schwefel gesehen, aber ich brauche jetzt einen Feuerstein. Bevor wir so eine Aktion machen. Speichern wir erstmal. Speichern wir voll konkret krass fett ab. Komm schon. La 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 la, wieder nach unten. Wir wollen nach unten. Ach ja, Tiefland. Nee, ich brauche einen Feuerstein. Mir liegt nicht gerne unten, während eine nackte Frau auf ihm liegt. Abgesehen von nackten Frauen vielleicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wie komme ich jetzt da drauf? Soll ich immer Pornos gucken, bevor ich anfange, Let's Plays zu machen? Das kommt auf Dauer nicht gut. Ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. So mal ganz und gar nicht, aber hey. Wir improvisieren jetzt einfach mal ein bisschen, ne? Ich könnte natürlich auch von hier aus drauf bauen. Ja, das ginge. Bevor hole ich mir noch ein Gold. Was jetzt so beim näheren Überlegung vielleicht ein bisschen bescheuert war. Aber hey. Ich habe gespeichert. Irgendwann mal. Gar nicht so lange her, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Du bleibst da jetzt natürlich hängen, war ja klar. Krieg ich den nochmal? Ich krieg ihn nochmal. Krieg ich dich doch noch! Kristalle, brauche ich die nochmal? Wäre durchaus möglich. Da ist sie mal. Das ist nie verkehrt. Ich könnte natürlich auch Stahl bauen, aber warum? Wir zerfallen irgendwann. Ich töte die Entwickler. Aber schön, dass ich jetzt schon mal Schwefel sehe. Es bringt mir zwar nur bedingt etwas, da ich ja... Jetzt darf ich jedes Schwefel einzeln auftragen. Ich kaufe immer noch keinen zweiten Klonk. Ich habe gar nicht das Geld dafür. Also doch, habe ich schon, aber... Ich werde noch mehr Zeug brauchen, von daher... Die anderen können eh nicht alle klettern. Doch, klettern können sie alle. Also zumindest du als nächstes kommen. Ich spiele so wenig mit mehreren Klonks. Macht das überhaupt jemand? Geht das überhaupt? Bob. Das Ding bloß nicht wieder mit. Gut. Weg von dem Dings. Böse! Er ist aus der Hölle, der Lehmklub. Der Lehmklub aus der Hölle. Klingt nach einem actiongeladenen Film.
unbedingt gesehen haben muss. Total. Das ist dann wahrscheinlich genauso toll wie, keine Ahnung, Braindead. Und ja, der Film war ziemlich stupide. Ich glaube, wenn ich auf dem Index stehen würde, würde es kein Schwein stören. Würde ihn kein Schwein kennen, meine ich. Da fand ich Blutiger Pfad Gottes doch besser. Der ist ja in Deutschland verboten wegen Dingsbums, ne? Nee, ist der verboten? Ja doch, steht auf dem Index, oder? Ist der verboten? Mag mich zumindest so zu erinnern wegen, weil er für Selbstjustiz ist. Oder beziehungsweise das positiv bewirkt, sag ich mal. Ich hole mir besser noch einen lieben Club. Ah, ist das nicht geil? Dabei zuzuschauen, wie ich Lehmklumpen hole. Schickt mir mal jemand eine Digitalkamera, dann mache ich das mal in echt. Hier, ich habe ein Video hochgeladen. Ich hole jetzt 3 Stunden lang Lehmklumpen. Mal so eine kleine Pfütze und dann durch so Erde rein, dann mal so Lehm. Halt, Moment, das wäre der Matsch. Ach, ist dasselbe. Der Schied kennt eh kein Schwein. Rauf. Aber ich kann nicht klettern, ne? Da wird sich wohl niemand das Video angucken. Und der nächste Limpluppen. Moment, ich muss jetzt hier. Der baut nie irgendwie genau an das Ding drauf. Geht es überhaupt irgendwie? Theoretisch. Eventuell. Vielleicht. Möglicherweise. Ich muss näher an die Kante hin, sonst komme ich zu weit unten drum. Ich komme zu weit unten drum. Ja. Das klingt so ganz und gar nicht irgendwie zweideutig. Oh. XYZ. VW. Komm schon. Ich kann jetzt schon die Kommentare lesen von irgendeinem Idioten, der schreibt, oh, nimm doch 2 Klongs, es geht viel schneller. Ja, weil 2 Klongs dann in der hochintelligenten KI auch darauf kämen. Da habe ich ja schon Probleme. Und ich bin verdammt nochmal der schlauste Typ, der überhaupt lebt hier, ne? Gegen mich ist Einstein nur ein billiger Taschenrechner. Komm schon wieder rauf, 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 rüber. Sieht echt so ähnlich aus wie das Zeug, das ich mal in Minecraft baue. Komm schon, ja genau, ich grab den Kristall aus. Immer noch da oben liegen sollte. Also, wenn ich jetzt richtig sehe, brauche ich noch einen Fuß, einen Oberkörper, das wahrscheinlich 2 Stücke sind, und noch mal einen Kopf, der wahrscheinlich noch mal 2 Stücke sind. Macht so oder so, 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 so ungefähr 350, ne? Vielleicht auch 4, ne? Weiß man jetzt genau, wie teuer es wird. Sehr kompliziert. Rechts. Ich glaube, ich muss da hier oben nochmal irgendwie eine Abzweigung machen. Jetzt schaffen wir erstmal mehr Leben auf. So könnte es wirklich nichts werden. Und das wird's auch nichts. Schnauze. Oh, leck mich. Oh, meine Marsch. Das gefällt mir. Damit hätten wir das Niveau mal wieder weiter nach unten gezogen. Ich frage mich, wie weit sich ein Niveau nach unten ziehen lässt. Ja, wenn ich da jetzt weiter... Wenn ich jetzt...
was ausprobieren. Hey, das funktioniert. Mein Plan funktioniert. Ich bin so brillant. Gott verdammt. Ich habe endlich mal was erfunden, das funktioniert. Hoffentlich möglich. So wollte ich da nicht tun. Nein, ach. Warum kann es sich kaufen? Verdammte kapitalistische Welt. Ich war schon immer für einen Kommunismus, in dem ich regiere. Nein, 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 nein. Ich vergesse immer wieder, man kann ja die Steuerung nicht steuern. Nicht steuern werden, mal hier so technisch ist, ne? Oh, leck mich. Ja. Speichern. Schluck auf. Hm? Ah, doch nicht. Ach ja. Und drauf. 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 Auf unsere physikalisch gesehen unmöglichen Gebilde. Und drauf. Und einmal rauf. Ach komm schon. Ich will doch runter. Das hat doch schon die ganze Zeit, dass ich runter will. Mensch. Ich will mal rüber. Mann, du bist natürlich rauf. Ich sag's dir schon ewig, du sollst rauf. Du mal Klunk.